Immer wieder begegnen mir bei Konzerten Flügel und Klaviere, die zum Teil 30, 40, 50 Jahre alt sind, oft auch sogar noch älter. Und eins haben diese ganz alten Instrumente oft gemeinsam, und zwar haben die einen Tastenbelag aus Elfenbein. Und ich muss schon sagen, Elfenbein fühlt sich beim Spielen echt gut an. Aus bekannten Gründen wird ja heutzutage natürlich kein oder kaum noch Elfenbein beim Klavierbau benutzt. Und deshalb überlegen sich die Hersteller schon seit vielen Jahren synthetische Ersatzmaterialien für den Tastenbelag. Die haben aber oft den Nachteil, dass sie zum Beispiel den Handschweiß, wenn ich jetzt länger übe, mal 2 Stunden oder ein ganzes Konzert spiele oder an heißen Sommertagen Klavier spiele, nicht so gut absorbieren können. Ja, das heißt, ich spiele länger auf dem Klavier, es entsteht ein bisschen Schweiß, der geht auf die Tasten und das Spielgefühl wird so ein bisschen rutschig und da leidet auch die Präzision drunter. Jetzt hat sich Kawai hingesetzt und sich überlegt, okay, wie kriegen wir die Vorteile vom natürlichen Elfenbein, was zum Beispiel den Handschweiß sehr gut absorbieren kann, synthetisch am besten umgesetzt und hat den Tastenbelag Neotex entwickelt. Neotex ist ein synthetisches Material, was aus Zellulosefasern besteht und kommt dem natürlichen Vorbild sehr nahe. Es ist schön griffig beim Spielen, kann den Handschweiß absorbieren und hat zusätzlich noch den Vorteil im Gegensatz zu Elfenbein, dass es natürlich über die Jahre nicht vergilbt und auch nicht rissig wird. Das heißt, man hat auf jeden Fall lange Spaß an seinem Instrument und es sieht auch nach vielen Jahren immer noch schön weiß und einfach neu aus.